Was müssen die Bayern machen? Also ich Freund glaube, der Sonne. Ich glaube, dass Mats Hummels das schon richtig ausgedrückt hat. Also es wird jetzt hier keinen Riesenumbruch geben. Es wird punktuell, logischerweise, du verlierst einen Alonso, einen Philipp Lahm, auch als Persönlichkeit, logischerweise, werden sie punktuell etwas machen, wahrscheinlich auch im Sturm etwas machen müssen. Und ansonsten hast du junge Spieler ja auch hinten dran mit Sanchez, mit Kimmich, auch mit Costa und Coman. In meinen Augen, die hast du ja schon drin. Nur dem musst du halt die Zeit geben. Ich glaube, dass der FC Bayern München sich vielleicht 2, 3 Spieler holt für die neue Saison. Aber diesen Riesenumbruch wird es bei Bayern München nicht geben, nein. Aber eine Sache, die du gerade sagst, die ist gut gemeint, aber die wird nicht passieren. Nämlich, denen muss man die Zeit geben. Ich glaube, du kriegst beim FC Bayern viel. Aber eins bekommst du nicht, Zeit. Die Sachen müssen funktionieren. In Deutschland ist die Stellung genauso, wie du sie vorhin beschrieben hast. Da ist keiner annähernd in der Lage. Aber ich glaube, wenn man da jetzt nicht aufpasst und wenn es den Anschein hat, und den hat es ja durchaus, dass Rummenigge und Hoeneß vielleicht ein bisschen konträr sind in der Meinung, wie man diese Sache jetzt zu lösen gedenken sollte, dann wird das schwierig werden. Rummenigge will kaufen. Und Hoeneß sagt, seid ihr bekloppt, wir haben eine Nachwuchsabteilung von einem hochkompetenten Mann aufgebaut, nämlich von mir. Und jetzt soll wieder ein Schweinegeld für neue Leute ausgegeben werden. Wir hatten mal Zeiten, da kam Müller, Alaba, die kamen alle von uns. Und jetzt haben wir gar nichts mehr. Wir haben viele Leute geholt und es bringt international auch nicht den richtigen Wert. Also möchte er, glaube ich, was anderes als Rummenigge haben. Und ich glaube, es wird sehr interessant zu beobachten, wer sich da durchsetzen wird. Das glaube ich. Also ich glaube schon, dass sehr wohl auch Spieler beim FC Bayern München die Zeit bekommen. Ich glaube, vor allen Dingen beim Sanchez sieht man das, dass er nach der EM als 18-Jähriger zum FC Bayern kommt. Dem musst du einfach die Zeit geben. Punkt. Und die bekommt er auch. Aber es ist natürlich auch klar, dass du irgendwann den nächsten Schritt machen musst. Das weiß Sanchez aber auch. Und das muss er auch im nächsten Jahr. Und dann, wenn sich das nicht positiv entwickelt, dann werden sich die Bayern oder die Verantwortlichen wieder zusammensetzen und sagen, so, wir müssen jetzt eine Lösung finden für einen Sanchez. Oder er schlägt ein und dann haben wir Ruhe.